Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastanz Aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 4 Jahren Seminerpark fand eine Spendenaktion zugunsten von Schmetterlingskindern statt. Dabei wurden 3.000 Euro gesammelt, die der Organisation DEBRA übergeben wurden. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von der BikeSee. Anlässlich von 4 Jahren Saminerpark und der Feier aus diesem Anlass gab es heuer eine tolle Sozialaktion, bei der der Weltladen als Hauptsponsor aufgetreten ist. Um was es sich dabei genau handelt, das erfahren wir jetzt. Hier steht jetzt hier Dr. Werner Benzer. Sie haben ja die Schmetterlingsspendenaktion gemeinsam mit Quattro Ernst eingeleitet hier in Vorarlberg, kann man sagen, oder? Ja, das stimmt. Das war vielleicht ein Zufall. Ich kenne die Ärztinnen und Ärzte, die die Schmetterlingskinder betreuen, nicht in Vorarlberg, aber in der Zentrale in Salzburg an der Klinik. Und Quattro Ernst hat mich einmal gefragt bei einer Plauderei, ob ich eine sinnvolle Möglichkeit sehen würde, dass er Kindern helfen kann, weil er doch sein ganzes Leben schon dem Wohlbefinden von Kindern widmet. Und da bin ich spontan auf die Schmetterlingskinder gekommen. Wofür können denn Spenden dringend benötigt werden, die jetzt an die Schmetterlingskinder gehen? Also die Schmetterlingskinder sind arme Kinder, die haben einen genetischen Defekt auf der Haut. Und zwar haben sie das Problem, dass die Oberhaut mit der Unterhaut nicht richtig zusammenhaftet. Und dadurch gibt es sehr schnell Verletzungen. Und die Verletzungen führen dann zu einer Blasenbildung, die dann schmerzhaft ist, verbunden werden muss. Das ist sehr aufwendig, also die Therapie. Leider hat man noch keine grundsätzliche Therapie für diese Krankheit, sondern man kann nur symptomatisch die Folgen, die Komplikationen behandeln. Und dafür wird sehr viel Forschung eingesetzt, dass man die richtigen Salben, die richtigen Verbandsmittel findet. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern man will auch Grundlagenforschung machen, um vielleicht diesen Gendefekt in der Zukunft einmal behandeln zu können. Und dafür braucht man Mittel, und die Spendeaktion soll dazu beitragen, dass diese Mittel zur Verfügung stehen. Das sind die 3.000 Euro, die jetzt im Rahmen von 4 Jahren Saminerpark gesammelt wurden, gemeinsam mit dem Weltladen und den weiteren Sponsoren. Ja, sicher eine willkommene Hilfe, oder? Natürlich, jeder Euro ist hilfreich. Also die ganze Administration und Organisation, die DEBRA, also die Schmetterlingskinder sozusagen supportet und im Hintergrund steht für den gesamten finanziellen Aufwand, die sind ausschließlich auf Spenden angewiesen. Und jeder Euro, der da zusammenkommt, ist also ein Schritt weiter zum Wohle dieser kranken Kinder, die halt dann von den Forschungsergebnissen profitieren können in der Zukunft und möglicherweise ein schöneres, schmerzfreieres, komplikationsarmeres Leben führen können. In dem Fall haben wir das noch um die 100 Euro erhöhen können, und unser Ziel mit den 3.000 haben wir erreicht. Herzlichen Dank noch einmal. Thank you.
Bei mir steht jetzt hier Norbert Hauser, Inhaber vom Weltladen. Ja, Norbert, wir stehen ja hier nicht zum ersten Mal und Weltladen. Ihr seid ja hier auch bekannt dafür, für Sozialaktionen, auch vorher für die Stunde des Herzens. Und jetzt im Rahmen vom 4-Jahres-Samina-Park habt ihr die Aktion Debra für Schmetterlingskinder gemeinsam mit dem Quattro Ernst, der hier auch gerade in Vorarlberg aktiv ist, unterstützt. Da habt ihr ja auch ganz schön Spenden schon zusammengesammelt, oder? Ja, danke Henning. Wir haben es also gemeinsam mit dem Kneipp Aktiv Club machen wir das immer wieder. Weltladen arbeitet ja für den globalen Süden und solche Aktionen wie der Stunde des Herzens und eben jetzt für Debra Schmetterlingskinder haben wir die spezielle Aktion anlässlich 4 Jahre Samina Park gestartet. Wir haben im Frühjahr schon mal eine Spende mit 5.000 Euro überreichen können, in Verbindung mit Kneipp Aktiv Club. Und jetzt haben wir bei dem Dollarfest, wo wir gefeiert haben am 8. September, haben wir also mit Tombola und Spenden und alles Mögliche, was wir so verkaufen haben können, haben wir 2.900 Euro zusammengebracht. Und das hat jetzt gerade bei der Scheckübergabe die Samina Park Gesellschaft auf 3.000 aufgestockt, dankenswerterweise. Wir haben also wirklich ein tolles Team da gehabt. Der Quattro Ernst hat kostenlos für uns Musik gemacht den ganzen Tag. Am Nachmittag hat Schubidu, der Kinderchor, gesungen. Anschließend die Minimusik von dem Musikverein Frastens aufgespielt. Wir haben einen tollen Grillmeister da gehabt, der Uli aus Rankweil. Er hat also für uns gekocht und hat dann auch noch eine schöne Spende da gelassen. Das heißt, also nicht nur gut bekocht, sondern auch noch eine Spende hinterlassen. Ja, und so hat sich also die tolle Summe von 3.000 Euro ergeben. Und da ist jetzt der Dr. Benzer bei uns da, dem haben wir das feierlich übergeben können und freuen uns also riesig, dass so viele die da sind. Also es ist wirklich ganz, ganz toll Besuch gewesen bis in Abend rein. Und wir sind also ganz stolz drauf, dass wir das so angekommen sind in Frastens. Oder dank wieder an die Samina Park Gesellschaft mit Rainer Hartmann und seinem Team, wo uns da einfach auch so empfangen haben und wir sind also richtig glücklich, dass wir schon 4 Jahre unseren Weltladen da betreiben und sehr erfolgreich betreiben können. Wir haben also wirklich, sind ganz stolz drauf auf eine Umsatzsteigerung gegenüber dem alten Geschäft von 2018 her um 58%. Das geht natürlich nur mit den tollen Kunden, die wir haben und mit dem echt super Standort, den wir da betreiben können. In der Marktgemeinde Frastand sind einige Stellen neu zu besetzen und somit gibt es eine Vielfalt an Karrieremöglichkeiten. Gesucht werden für den Kindergarten eine neue Assistenzkraft, eine pädagogische Fachkraft und eine Fachkraft für die Sprachförderung. Zudem wird eine Stelle in der Gebäudeverwaltung besetzt. Das Sozialzentrum wiederum freut sich auf Bewerbungen im Pflegebereich. Sämtliche Stellenangebote sind auf der Homepage der Marktgemeinde übersichtlich beschrieben. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Mit dem Bazurer Bergradrenner steht Frastanz auch heuer wieder im Zeichen des Radsports. Der Wintersportverein Fellengatter lädt dazu am Samstag, den 30. September, ein. Um 10.30 Uhr starten die Kinder- und die Schülerklassen auf den verkürzten Strecken. Die Erwachsenen starten um 11 Uhr beim Adler in Frastanz. Weitere Infos und die Online-Anmeldung gibt's auf wsv-fellengatter.com. Ebenfalls am Samstag, den 30. September, lädt das Domino Frastanz zum Pilgern im Herbst ein. Unter dem Motto, den Grundbedürfnissen der Seele nachspüren, führt die Wanderung über Frasterfeders, Halden und Latz nach Gurtis und Retour. Die Anmeldung dafür ist im Domino möglich. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Die
Einweihung der neuen Saminerbrücke beim früheren Musikheim ist ein Meilenstein bei der Zielsetzung einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Marktgemeinde und erleichtert den Schulweg vieler Volksschüler. Wir waren bei der Eröffnungsfeier mit dabei. Schönen guten Morgen bei der offiziellen Eröffnung von der Saminerbrücke, die wir heute zusammen feiern dürfen. Ja, wie ist es zu dieser Idee eigentlich gekommen? Es ist früher da das Musik, oder das Haus vom Musikverein Frastens gestanden. Wir haben im Zuge des Neubaus vom Bildungszentrum da in Hofen die Möglichkeit gehabt, neue Räumlichkeiten für den Musikverein Frastanz, aber auch für die Saminertaler, für die Frastanzer Chöre, Männer- und Frauenchor und auch für die Musikschule Wallgau zu errichten. Und im Gegenzug hat der Musikverein Frastanz dieses Grundstück mit dem darauf errichteten Gebäude an die Marktgemeinde Frastanz übertragen. Dort an dieser Stelle auch noch einmal einen herzlichen Dank an den Musikverein, die uns da mit einem tollen Musikstück begrüßt und wachgerüttelt haben. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir diesen Schritt machen haben dürfen und machen haben können. Und ich glaube, es ist ein ganz starkes Zeichen, dass der Musikverein sich dort auch bereit erklärt hat, dass dieses Grundstück mit dem darauf errichteten Gebäude auch ins Eigentum der Marktgemeinde Frastanz übergehen kann. Damit eine Brücke und damit ein Übergang über die Samina überhaupt realisiert werden hat können, hat es natürlich mehrere Leute braucht, die da mitgespielt haben, die diese Idee mitgetragen haben. Ganz ein spezieller Dank dort auch an die Anrainer, an die Familie Christa, aber auch an die Familie Welte. Es ist nur möglich gewesen, indem man grundablösend gemacht hat, Grunddeutsche vorgenommen hat. Und somit ist es möglich gewesen, dass man da einen sehr breiten Zugang und damit auch einen sehr, aus unserer Meinung, einen sehr schönen Zugang zu der Brücke errichten haben können. Und noch einen ganz besonderen Dank an die E-Werke Frastanz, zum Geschäftsführer, Rainer Hartmann, der heute auch da ist, der gesagt hat, mol, das ist eine tolle Erschließung, auch von der Museumswelt, und bietet dann auch eine gute Fußwegverbindung von der Museumswelt zum Adalbert-Weltesaal, beziehungsweise auch zurück. Und hat er gesagt, mol, da stellen wir natürlich diesen Grund auch zur Verfügung, dass man mit der Brücke der noch ankommt. Rainer, dir auch einen herzlichen Dank dafür, dass dort die Möglichkeit dafür bestanden hat. Ja, und dann haben wir natürlich die Idee gehabt, wir wollen eine Brücke bauen, wir wollen eine nachhaltige Brücke bauen. Hängt natürlich auch ein bisschen mit diesem Neubau der Saminer Brücke beim Rathaus da oben an der L190, das vom Landesstraßenbauern gemacht werden wird. Und dort hätte ein provisorischer Fußweg drüber gemacht werden soll, während dieser Bauzeit, die rund ein Jahr betragen wird und die jetzt Ende September bzw. Anfang Oktober starten soll. Und dort haben wir gesagt, für ein Provisorium so viel Geld ausgehen, es ist nicht agentes Geld der Gemeinde. Wir wissen, was wir mit dem Geld anfangen können, und wir möchten da durch eine Brücke machen. Da ist dann das Land auch eingestiegen in diesem Vorschlag. Wir haben diese finanziellen Mittel, die eben für die Errichtung dieses Provisoriums erforderlich gewesen wären, haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt, die dann auch in dieses Projekt geflossen sind. Ja, wir sind im Frühjahr 21 dann beim Arnold Schmid einmal vorstellig geworden und haben wir gesagt, du Arnold, lang hast du nur zum Schaffen, und wenn du schnell bist, dann schaffst du es bis zu deiner Pensionierung. Wir möchten da eine Brücke machen. Kannst du dir vorstellen, dass die HTL Rankweil sich um dieses Brückenprojekt kümmert, dass man da ein Projekt macht mit den Schülern zusammen? Und der Arnold, und das möchte ich auch besonders hervorheben, der Arnold ist Feuer und Flamme gewesen. Der Arnold hat mit den Schülern zusammen gleich drei sehr tolle Modelle für die mögliche Brücke oder für die Gestaltung der Brücke ausgeschafft.
Und wir sind dann, nachdem wir die Beratungen, Infrastrukturausschuss und Gemeindevertretung abgehalten hat, auch zum Schluss gekommen, welches Modell das es wäre soll. Der Arnold hat dann auch gesagt, mal, da haben wir euch, glaube ich, für eine tolle Brücke entschieden. Und dann ist der Arnold auch in Kombination natürlich mit Fachfirmen, die es immer dazu braucht, dort im Speziellen der Tobler Holzbau, der dann diesen massiven Holzbau in wesentlichen Zügen mit errichtet hat, aber auch mit der Firma Gort, wo der Hans Jörg da ist, der die Fundamente oder für die Fundamente verantwortlich gezeichnet hat, ist dann wirklich eine Kombination entstanden, die hat eine sehr gute Dynamik gekriegt, wo wir dann diese Brücke errichten haben können. Und diese Brücke, und das ist glaube ich auch was Tolles, die Brücke führt nicht nur über diese Mine, sondern die Brücke ist schon mit Holz aus der Samina bzw. aus dem Saminatal errichtet worden. Die Brücke hat ein begrüntes Flachdach, und da hat man drauf geschaut. Der Findling, der auf dieses Errichtungsdatum dennoch hinweist und ein bisschen so die Erinnerung an das Jahr 2023 sie soll, ebenfalls ein Findling aus dem Saminatal. Und so haben wir, glaube ich, rundum ein gelungenes Projekt realisieren können. Natürlich ist die Aufgabenstellung, sie eine Brücke zu errichten, die einmal das Hindernis der Samina überschreitet. Aber ich glaube, eine Brücke ist viel mehr. Ich glaube, eine Brücke, so wie wir sie da errichtet haben, mit massivster Unterstützung von der HTL Rankweil, mit sehr starker Unterstützung auch der Wirtschaft, ist, glaube ich, auch ein Brückenbau. Ein Brückenbau zwischen Schule, Ausbildung, ein Brückenbau zu Gemeinde, Verwaltung, aber auch ein Brückenbau zu Handwerk, zu Industrie, zu Wirtschaft. Einfach, wo die jungen Leute da sagen, was hängt heute denn alles dran, dass wir so ein Projekt realisieren haben können. Und ich möchte mich noch einmal, und ich darf den Arnold auch führen bitten, weil ich für den Arnold natürlich noch ein bisschen etwas dabei habe. Und ich möchte natürlich schon auch diese Gelegenheit nutzen, mich beim Arnold noch einmal recht herzlich im Namen der Marktgemeinde Frastanz, aber auch von mir ganz persönlich bei dir zum Bedanken für den Einsatz. Es bist nicht nur du stolz auf dieses Projekt, das wir da realisiert haben und heute eröffnen können. Es sind auch wir alle sehr stolz. Ich hoffe, dass die Fraschner stolz sind, dass wir da eine tolle Brücke gekriegt haben. Wir haben eine Mordsfreude mit der Brücke. Wir hoffen, dass du eine Freude hast mit dieser Kleinigkeit, die wir als kleines Zeichen der Anerkennung und als Wertschätzung für deinen Einsatz dir da heute offiziell auch übergeben dürfen. Ich hoffe, es passt gut. Ich hoffe, du kannst es gut brauchen. Und jetzt bist du in der Pension, jetzt hast du einen Haufen Zeit. Jetzt können wir dann vielleicht das eine oder andere Projekt noch gemeinsam realisieren. Schauen wir mal. Wenn man da herkommt als Luschner, dann ist es beeindruckend. Das Beeindruckendste ist vor allem das, dass die Schülerinnen und Schüler da mitgeschafft haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule gewesen ist. Also ich habe professionell Strickliesler gelernt. Ich habe den Satz von Pythagoras irgendwie am Papier gelernt. Aber Brücken bauen hat man bei uns nicht gemacht. Und das ist wirklich außerordentlich. Und dort Arnold Schmid ist schon erwähnt worden. Das ist, glaube ich, wirklich das, was man den Kindern mitgeben kann. Die Schule lehrt für das Leben und so tolle Dinge können daraus entstehen. Das ist wirklich sensationell und Hut ab. Danke vielmals Arnold Schmid und allen Schülerinnen und Schülern, dass ihr das gemeinsam gemeistert habt. Ganz besonders wichtig erscheint mir, dass ihr die Kinder in den Vordergrund stellen, die Familien, weil das ist zum einen ein Projekt von Schülern und Schülerinnen und für Kinder und Familien, weil das verbindet so neuralgische Punkte in eurem Dorf. Es sind die Bildungszentren, die Sozialzentren, alle miteinander verbunden und zwar in einer Art und Weise, dass der klimafreundliche Mobilität der Vorrang gehen wird. Und das ist genau das, was wir in den Ortszentren brauchen. Wir brauchen Begegnungsorte, wo sich Menschen begegnen können,
wo man auch eine kleine Entschleunigung haben kann, wo sich die Generationen untereinander wieder austauschen, wo man nicht übereinander redet, sondern miteinander unterschiedliche Meinungen austauscht. Und das schafft alles eine zukunftsfähige Mobilität in den Ortszentren. Dafür setzen wir uns als Landesregierung intensiv ein. Wir sind beim Rad Nummer 1 in Österreich, wir sind beim Bus- und Bahnverkehr auf sehr, sehr gutem Weg. Das sind gemeinsame Anstrengungen. Und abschließend sei mir noch erlaubt, weil ich der Finanzreferent nicht so oft nervt es mir an. Natürlich braucht es auch die finanzielle Unterstützung. Auch da haben wir im letzten Jahr einiges aufgeholt. Aber ihr Fraschner, ihr könnt sicher auch gut verhandeln. Also verhandeln gleich nachher mit dem. Wir brauchen noch mehr Budget, dass wir noch mehr so tolle Projekte umsetzen können. Da und natürlich auch in anderen Dörfern und Städten dieses Landes. Weil so schaffen wir es, dass wir auf der Überholspur bleiben. Wir alle verbinden, glaube ich, mit dem Platz, wo wir uns gerade befinden, irgendwie eine eigene Geschichte wahrscheinlich. Ich bin vis-à-vis in die Schule gegangen, natürlich noch vor dem Umbau. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Der Musikverein, glaube ich, steht dort, nicht ganz, aber fast dort, wo eigentlich das Probelokal war. Ihr könnt euch irgendwie heimisch fühlen. Was wir damit, glaube ich, jetzt heute machen und erfahren, ist, dass sich einfach im Zentrum von Fraschtanz viel tut. Und ich möchte daher auch dem Walter, auch ihm persönlich und der Gemeindevertretung dahinter einfach meine Anerkennung und meinen Respekt aussprechen. Da wird nach einem guten Plan, ich habe das Gefühl, in guter Ruhe, in guter Zusammenarbeit, Schritt für Schritt umgesetzt. Und wir alle als Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, wir Fraschtanzerinnen und Fraschtanzer, wir profitieren davon. Ich freue mich sehr auf die neue Brücke, sie wird nachher noch eingeweiht werden. Spazieren Sie mal drüber, schauen Sie sich an, genießen Sie einfach. Ja, und haben noch einen freien Tag miteinander. Der Bürgermeister hat schon gesehen, dass eine Brücke über die Samina drüber führt. Aber ich denke, was noch viel wichtiger ist, der Brücke führt Menschen zusammen. Ja, so bitten wir Gott, dass er diese Brücke, die Verbindung vom linker und rechter Samina-Ufer segnet, dass er aber auch alle segnet, die da drüber kommen, dass er alle segnet, die mitgewirkt haben, dass das Bauwerk entstehen können hat. Und wir bitten Gott, dass er uns immer wieder hilft, Brücken zueinander zu bauen, zu entwickeln und vor allem auch lebendig zu halten. Guter Gott, segne diese Brücke, dass sie uns zusammen erinnert, wie wir mit dir verbunden sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 2, 3 und nieder. Matthias von Alpin Fitness Nesensohn war wieder einmal in abenteuerlicher Mission unterwegs. In der Kurbelahe bei Dornbirn nahm er am Canyoning teil. Tauchen Sie mit ein in sein neues Outdoor-Abenteuer. Thank you.
Rücken.
Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!